Sebastian Kurz ist in der österreichischen Politik Vergangenheit. Nun richten sich alle Augen auf Karl Nehammer, bislang österreichischer Innenminister. Der Bundesvorstand der Regierungspartei ÖVP hat den 49-Jährigen einstimmig zum geschäftsführenden Parteichef und Kandidaten für das Kanzleramt bestimmt. Der 49-jährige Nehammer ist binnen der vergangenen 5 Jahre bereits der 5. österreichische Kanzler. Der gebürtige Wiener gehörte zunächst mehrere Jahre dem Bundesheer an, bevor er als Kommunikationsberater tätig war. 2017 wurde er als Abgeordneter in den Nationalrat gewählt. 3 Jahre später trat er das Amt des Innenministers an. In seiner Amtszeit fiel der erste islamistische Anschlag Österreichs, bei dem 4 Menschen getötet wurden. Wegen schwerer Versäumnisse der Sicherheitsbehörden geriet Nehammers Ministerium anschließend in die Kritik. Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss Nehammers Nominierung noch zustimmen. Dies gilt jedoch als Formsache.